Natürlich fehlst du mir, Liebling. Das ist der verlassenste Platz auf Erden. Das Aufregendste, was je passiert, ist, dass es mal nicht regnet. Tut mir leid, Liebling. Hier kommt gerade Arbeit. Was zum Teufel ist das? Komm mal her, Pete. Wir haben hier einen dicken alten Asteroiden auf direkten 3 Wochen Kollisionskurs mit der Erde. Der Asteroid wurde Attila genannt. Nach dem großen Hunnenkönig, der kurz vor dem Fall des Römischen Reiches Europa verwüstet hat. Attila wurde zuerst von einer Beobachtungsstation auf Borneo gesichtet. NASA-Quellen verlauten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes mit der Erde 99% beträgt. 5, 4, Zündung, 2, 1... Das Shuttle ist gestartet. Für eine solche Mission wurde das Shuttle nicht entwickelt, aber wie Commander Boston Low gestern Abend in einer Pressekonferenz sagte: Wenn das Shuttle die letzte Hoffnung der Menschheit ist, dann wird es den Job übernehmen müssen. Boston, Captain Low! Nur die Ruhe, Herrschaften. Lassen Sie mich das Landungsteam vorstellen. Ludger Brink ist ein bekannter Geologe. Er wird die Daten auswerten, um die exakte Position der Sprengsätze zu ermitteln. Wir müssen sehr präzise vorgehen. Wir wollen Attila ja nicht in 1000 Teile sprengen. Denn wenn wir das tun, werden einige Teile mit Sicherheit die Erde treffen, mit schrecklichen Folgen. Und Maggie Robbins muss ich Ihnen wohl nicht mehr vorstellen. Sie ist vermutlich die bekannteste Journalistin der Welt. Maggie, Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich niemals irgendeiner Zensur fügen würden. Jetzt stehen Sie unter dem Kommando der NASA. Miss Robbins Berufung ist und bleibt der Journalismus. Aber auf dieser Mission ist sie... Ich glaube, dass ich die Frage auch selber beantworten kann, Commander Low. Danny, ich bin für diese Mission ausgebildet worden, um bei der Befestigung der Sprengladungen zu helfen. Wenn ich zurückkomme, bin ich wieder Reporter und werde Ihnen alles darüber berichten. Aber während der Mission bin ich Teil der Mannschaft und werde Commander Low Gehorsam leisten wie jeder gute Soldat. Das könnte die größte Story von allen werden. Maggie Robbins leistet Gehorsam. Aus ihren Lebensläufen geht hervor, dass Professor Brink außerdem ein angesehener Archäologe ist. Und Maggie ist bekannt für ihre Begabung, fremde Sprachen zu lernen. Ist das reiner Zufall? Nein, überhaupt nicht. Wir wollten für diese Mission nur die Besten haben. Dr. Brink und Mrs. Robbins haben keine engen Spezialgebiete. Beide haben ein breites Wissen, sind hochgebildet und kreative Denker. Gilt das auch für Sie, Commander Low? Mein Job ist es, alle lebendig nach Hause zu bringen. Ich muss nicht brillant sein, ich muss nur vorsichtig sein. Die anderen beiden Crewmitglieder werden im Shuttle bleiben. Ken Borden ist unser erfahrenster Shuttle-Pilot. Cora Miles ist die Spezialistin für unsere Ladung. Wie Sie wissen, ist sie Kandidatin für den Kongress. Aber wir dachten, die Erde zu retten ist wichtiger als ihre Wahlkampagne. Außerdem ist es billiger. Zum Abschied noch eine Nachricht für die Leute auf der Erde? Wir haben genau eine Chance. Wir müssen es richtig machen. Mögen all Ihre Gebete mit uns sein.